Guten Morgen im Schrägmobil in der Weilheimer Tiefgarage an unserer Ladesäule. Das Auto steckt seit 17.43 Uhr gestern dran, hat 13 Stunden und 22 Minuten aufgeladen und ist irgendwie noch nicht fertig. Scheint hier modsmäßig zu balancieren da am Ende. Er will noch 35 Minuten weiter aufladen, er ist bei 99% und 484 Kilometer. Da fehlen mir tatsächlich 5 Kilometer. Normalerweise zeigt er 490 an. Der Peter hatte auch schon gemerkt, dass mit dem neuen Software-Update irgendwie die Kilometer ein bisschen runtergegangen sind. Die letzte Version, die wir hier bekommen haben, ist ja die 9.0.2019.2042 irgendwas. Und ihr seht auch hier, ich habe immer noch die alten Navi-Daten drauf. Da hat irgendjemand von euch, glaube ich, auch schon 2019er. Die lädt er ja nur übers WLAN. Und bei mir hat er wohl die 2 Giga oder was er da laden muss, irgendwie noch nicht richtig bekommen, obwohl die Software nicht meckert. Am Anfang hat sie ja mal gemeckert, er hätte nicht die aktuellen Daten. Das ist der Stand hier und irgendwie der Verdacht, dass wir auch etwas weniger Reichweite bekommen hier mit dem 74 Kilowattstunden Akku Long Range. Jetzt hat er auch die Restanzeige hier aufgegeben. Irgendwie ist er jetzt wieder fertig mit dem Laden. Ich kriege hier nicht die 100%. Er bleibt mir bei 99 hängen. Und leider hier nur noch 485 Kilometer, 5 Kilometer verloren. Ja, und als nächstes könnte man natürlich mal wieder beobachten, wie viel Kilometer wir damit kommen und wie viel Kilowattstunden wir da eigentlich rausbekommen. Die nächsten 5 Tage oder sowas, was das hier bei mir hält. Ladeabenteuer Model 3 geht weiter. Bleibt am Kanal. Wir machen ja heute den Test, wie weit komme ich mit einer Akkuladung, aber ich mache noch weitere Tests. Ich mache hier nochmal einen Schnellladetest am Ionity für euch und ich probiere eine neue Ladekarte aus. Okay, aber jetzt nochmal zu dem, was wir gerade gesehen haben. Ich habe komplett aufgeladen und ihr habt es gerade gesehen, bin auf, 1% runtergefahren, fast auf 0, 6 Kilometer Rest. Und was haben wir bekommen? Ziemlich glatte Zahl. Wir haben 60 Kilowattstunden aus dem Akku bekommen. Und haben 366,9 Kilometer geschafft. Bei einem Durchschnitt von 16,5 muss man immer sagen dazu, das ist jetzt nicht der Normdurchschnitt. Der Normdurchschnitt ist ja bei 15,2. Es ist jetzt im Sommer ein bisschen wärmlich, aber ich bin jetzt nicht unbedingt super forsch gefahren. Aber das ist schon mal erstaunlich gerade. Nach Vollladung habe ich jetzt bloß 60 Kilowattstunden rausbekommen. Deshalb auch jetzt die tolle Frage, wenn ich jetzt hier auflade, was bekomme ich wieder? Es ist auf jeden Fall schon mal besser als beim letzten Mal. Da hatte ich nämlich nur 50 Kilowattstunden rausbekommen, hatte ziemlich viel Vampirverlust. Ich denke, auch hier ist Vampirverlust dabei. Ich habe aber nie gecheckt, wenn ich hier auf 0 stehe, gut 1% stehe ich jetzt, was denn eigentlich der Akku für eine Kapazität bei mir hat, ob das irgendwie die 74 Kilowattstunden sind oder ob das nur 70 sind. Und daraus kann man dann ja sehen, wie viel tatsächlich durch den Vampir verloren gegangen ist. Beziehungsweise durch irgendwas anderes. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was er da immer anzeigt, weil wenn ich jetzt hier stehe und die Klimaanlage anhabe, wird das nämlich nicht abgezogen. Also so Nebenverbraucher wie Klimaanlage, die man jetzt benutzt, wenn das Auto nicht fährt oder auch wenn es fährt, ist unklar, ob die in die Rechnung mit reingehen oder ob die nur in diesem Differenz praktisch dann zu sehen sind. Checken wir mit chargeprice.app mal, was der günstigste Tarif hier ist an dem Lader. Nämlich bin, ich gehe mal von 1,5 Stunden Ladezeit aus, wenn ich wieder vollladen will, 75 Kilowattstunden. Gehe ich eigentlich davon aus, dass ich die reinladen muss? 74 vielleicht. Und er soll mal alle anzeigen. Und wir sind hier am Ionity und jetzt müsste er mir sagen, was ich denn für einen Lader nehmen soll, für eine Ladekarte. Er schlägt mir wieder mal New Motion vor, das ist nämlich der Pauschaltarif, oder Plug Surfing. Beide machen das als Pauschaltarif, das sieht man hier nicht. Und eigentlich der Ionity selber will auch 8 Euro, aber ich habe hier noch etwas anderes, etwas Neues. Also ihr seht hier unten, einfach Stromladen ist um Länge teurer. Die anderen hier, GetCharge, da unten noch von der Telekom, 66 Euro, das ist also absurd, klar. Gut, deshalb Pauschaltarife hier oben angesagt, aber ich habe noch einen Geheimtipp. Hat mir ein Laser hier gezeigt, nämlich 1E-Mobil.
Und das gucken wir uns mal an. Ja, wir sind hier auch schon auf der Station. In Grübingen hat er erkannt. Und wenn ich mir hier die Details angucke, dann sagt er mir nämlich hier, wo sind denn die Preise? Moment, ich muss irgendeinen Lader, glaube ich, auswählen. Ich stehe auch hoffentlich am Zweier, das werden wir draußen nochmal angucken. Ja, bevor das hier startet, sagt er mir nämlich, er würde eine Startpauschale von 5 Euro nehmen und dann einen Strompreis von 0 Cent die Kilowattstunde. Und das probiere ich mal aus. Ja, es steht hier nichts. 0 Minuten, 0 Cent die Minute. Also müsste nur der Grundpreis berechnet werden. Und das probiere ich aus. Und wenn es anders ist, werde ich mich beschweren diesmal. Ne? Okay, jetzt gucken wir mal draußen, an welchem Lader wir stehen. Und dann starten wir das. So, Auto mal eingesteckt hier auf jeden Fall. So, ich habe den Anschluss Nummer 5 hier. Den nehmen wir uns hier mal. Kostenpflichtig starten. Hätte natürlich auch hier mit der ID scannen können. Schauen wir mal, ob das irgendwas hier tut. Ja, das System reagiert. Ist schon im Stopp-Modus. Verbinden Sie den Ladepunkt. Ja, das habe ich schon gemacht. Und hier läuft die Authentifizierung. Und Laden beginnt. Frage, was wir hier für eine Ladeleistung heute bekommen. Bei 1% haben wir natürlich keine tolle Zellspannung. Die ist hier da bei 340 Volt rum, aber unsere Strom geht zumindest mal auf 375, der sollte noch etwas höher gehen. Ladeleistung deshalb 128 Kilowatt im Moment, 130 gleich. Okay, das beobachten wir mal ein bisschen hier. Kurze Gedenkminute, wir wissen ja immer bei den unteren Bereich da unter 5% oder fast unter 10% State of Charge haben wir nicht die volle Leistung, aber jetzt läuft er hoch. Ihr seht 3% und wir sind schon bei 500 Ampere jetzt. Ja, von wegen 500 Ampere schon bei 3%. Also hier hat sich doch noch was getan. Das war nämlich vor kurzem noch nicht so. Das heißt, wir haben die 181 kW jetzt schon bei 4% State of Charge. Das sieht gut aus. Projektierung hier im Auto auf 100% in einer Stunde. Eineinhalb Stunden vorhin war also ein bisschen übertrieben. 1200 Kilometer in der Stunde bekommt er hier rein. Und hier zeigt er mir 184 kW an. Die App hier von 1 zeigt mir auch was an hier, nämlich nur die Grundkosten und oben keine Verbrauchskosten. Also scheinbar komme ich hier mit 5 Euro weg. Das wäre natürlich Geheimtipp, wenn das hier so bleibt. Ja, ich kann das hier bloß beenden. Da unten habe ich einen Startwert, aber sonst Zählerstand bringt er noch nicht. Mal sehen, ob das auch irgendwie aktualisiert wird. Zellspannung steigt natürlich etwas, von daher kriegen wir hier unten jetzt auch eine höhere Leistung. 187 kW, 188 kW. Kriegen wir sicher noch die 190. Oben die Ampere bleiben hier relativ konstant. Knappe 500, die 500 zeigt da natürlich nicht richtig. Hier nochmal das Typenschild. 500 Ampere bei maximal 920 Volt übrigens. So sieht's aus. Also 800 Volt mit dem Taycan müsste gehen. Sieht gut aus, bei 20% haben wir auch die 190 kW. Kommt er jetzt nur auf unsere Zellspannung hier an, wie viel Volt wir da anlegen haben, weil wir bei den Strom mit 499 konstant sind. Müsste noch ein bisschen höher gehen. Bei 40% flacht es normalerweise erst wieder ab. Kein Verlust auf der Leitung. Auch hier im Auto werden 190 kW angezeigt. Es kommt also bei den Ionity-Säulen auch drauf an, wie die Verkabelung ist. Ich vermute stark, neulich da in Denkendorf, da war das nicht ordentlich, die Säule. Hier funktioniert das wesentlich besser. Jo, die Klimatisierung springt auch an hier vom Model 3. Ist mir jetzt richtig zu warm. Und hier haben wir 194 kW, 195 kW Peak, sehr schön, bei 35% State of Charge. Gerade sagte ich keine Ladeverluste, von wegen, hier im Auto zeigt er das leider nicht mehr an, aber es schwankt auch gerade ziemlich. Leider wie zu erwarten, über 40% flaut es jetzt ab, naja abflauen, 170 kW kann man nicht abflauen nennen, aber wir kriegen jetzt nicht mehr die vollen Stromstärke hier, das ist unser Problem, da wird runter geregelt. Das ist die Anforderung vom Auto. Eigentlich die Zellspannung würde sich ja jetzt 400 Volt nähern. Wir müssten also mehr noch möglich sein, aber hier haben wir keine 500 Ampere mehr. Aber 165 kW ist natürlich immer noch eine super Leistung.
Es lohnt sich also hier eigentlich noch zu laden, mindestens auf 50%, sage ich immer, wenn nicht gar auf 60 oder sowas. Aber wir machen heute volle Term. Leichte Ladeverluste zum Auto, 53 kW kommen nur hier an. Naja, 55% State of Charge und immer noch 130 kW. Das ist hier noch eine super Ladeleistung, kriegen wir im Moment am Supercharger nicht. Von daher, Ionity weiterhin hier Geheimtipp von Model 3 laden. 57% hier im Auto und wir sind auf Supercharger-Niveau. 118 kW habe ich normal da schon gesehen, 120 leider auch noch nicht. Angeblich sind wir jetzt 20 Minuten später und ja, über die Hälfte der Zeit braucht er jetzt noch auf der anderen Seite hier, obwohl er schon bei 60% ist. Werde es noch stärker merken, der Rest da hinten ab 80%, da ist natürlich, geht die Ladeleistung runter und damit natürlich der Zeitfaktor unheimlich hoch. Deshalb lohnt es sich eigentlich nie, über 80% zu laden auf Langstrecke. Nein, das ist ein Verbrenner da hinter mir und der parkt auch an einer defekten Ladesäule. Das ist ihm, glaube ich, gar nicht bewusst. Das war ihm, glaube ich, vollkommen wurscht, wo er hinparkt. Hauptsache im Schatten. Ja, ich muss auch mal wieder an der Tankstelle parken für längere Zeit. Ja, muss ich mal wieder machen. Nee, also das ist jetzt hier ein Beispiel, wo ich sagen würde, so soll das funktionieren. Einsteck tut. Und wenn ich das jetzt für 5 Euro noch geliefert kriege, da von 1, dann ist das auch Geheimtipp, Leute. Weiterhin habe ich hier nur Startkosten. Ich kann auch einen Reload machen. Passiert nichts. Allerdings hat er hier unten auch noch keine KWs oder sowas in der Anzeige. Mal schauen, wie das aussieht, wenn wir fertig sind. Ob er da doch noch irgendeine Abrechnung macht. Noch 100 kW bei 63% State of Charge. Ja, einige Tesla-Apps kommen einfach noch nicht mit dem Model 3 klar. Das ist hier meine Favoriten-App, die Remote S. Die hat früher nämlich hier super, da ganz links, die Ampere und die Volts und irgendwas angezeigt. Ladeleistung zeigt er hier immerhin noch mit 95 kW. Das stimmt auch, aber der Rest ist Murks. Weil 47.000 Ampere ist halt Unfug, ne? Das wäre schön, wenn das noch auslesbar wäre. Scheinbar sind diese Werte im Model 3 nicht mehr auslesbar. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir erinnern uns, wir haben jetzt nämlich gleich 50 kWh reingeladen und wir haben ja 60 kWh verbraucht. Das ist also wirklich mal jetzt spannend, was wir dann bei 100% geladen haben. Erinnerung an euch, ich mache ja mehrere Tests gleichzeitig. Wie weit komme ich mit einer Akkuladung im Sommer bei 27 Grad gerade? Naja, 25 20 rum war es eigentlich, aber ich hatte Klimaanlage teilweise auch morgens ein bisschen Heizung im Einsatz, deshalb mein Durchschnitt ja auch 16,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Erster Test ist das, wie weit komme ich? Und ein zweiter Test ist dann, wenn ich hier 60 Kilowattstunden verbraten habe, wie viel lädt das Auto wieder rein und damit wie viel Vampirverlust oder Verlust durch irgendwelche anderen Verbraucher hatte ich eigentlich dann dabei? Also meine nutzbare Reichweite war ja jetzt 367, ich würde mal sagen, naja, 350, 340. Also ich sage ja immer, 50 Kilometer müsst ihr Rest lassen. Ne? So, und dann habe ich noch diese neue Ladekarte am Test. Das ist alles der Test. Und dann auch der Ionity im Test, 190, 195 kW an der Säule gesehen, 190 kW auf jeden Fall hier im Auto. Boah, super. Ja, und bisher keine Ladeabbrüche hier am Ionity. Ja, so sieht man ein bisschen Ionity hier. Jetzt steht auch keiner mehr, kein Verbrenner mehr. Ja, ein paar Säulen sind hier leider kaputt gerade am Ionity. Zwei Säulen sind, glaube ich, kaputt. Eine hat gar kein Licht, die andere ist rot. Aber kann man ordentlich abfragen und dann sieht man das und dann macht er nichts. Man hat ja noch genügend andere Säulen. Ist schade. Grübingen ist ein bisschen ein Ausfall-Ding hier. Die haben zwar mehr Säulen, aber die werden nicht ordentlich gewartet. Ich rufe da manchmal an und dann sage ich, hey, hier Säule 2 und 3 sind kaputt, guckt mal danach, dann machen sie wenigstens mal ein Ticket. 70% geladen, noch 77 kW Ladeleistung und 52 kWh reingeladen. Spannend, noch 8 kWh bis zu unserem Verbrauchswert. Hier drüben auf der Säule 81 kW, 200 Ampere, aber über 400 Volt haben wir jetzt hier. 402 Volt, ich dachte immer, wir hätten nur 400 Volt. Stimmt gar nicht. Ja, hier Equipment-Frage, ich habe ein neues Equipment hier, nur angepasst, ist dasselbe Prinzip. So eine Abstandshaltestange, die normalerweise so benutzt wird, um so Türzargen oder sowas einzubauen oder irgendwas abzustützen. Die habe ich jetzt nochmal angepasst, weil ich könnte sie jetzt auch dahinter stellen, wenn sie ein bisschen weiter hinten steht. Jetzt steht sie ja hier direkt auf der Armstütze, dann kann ich die nicht mehr aufmachen, das ist ein bisschen der Nachteil. Und ihr seht jetzt hier die Adaptierung, da kommt normalerweise die normale Kamera dran, natürlich so rum. Und jetzt habe ich hier die kleine GoPro, beziehungsweise es ist eine Qmox, die jetzt hier das Bild filmt, das Ladebild.
sozusagen. Und draußen die andere, die G2, das sind alles so Nachbauten, billigere Nachbauten zu einer GoPro, die steht draußen auf dem Stativ vor der Ionity-Säule. Und ich habe immer alles mit Stromversorgung. Na, und ihr seht auch hier unten nochmal so Hartschaumpuffer, dass nichts beschädigt wird. Vor allem natürlich da oben, sonst drückt es ja doch tatsächlich irgendwann einmal das Dach raus. Also das geht. Man kann das auch weiter hinten, wie gesagt, montieren. Dann ist das da ganz hinten und unten dann, das muss ich euch dabei Gelegenheit nochmal zeigen, hier hinter der hinteren Konsole. Geht noch gerade, ist behindert auch die Leute, die hinten sitzen, nicht. So ist es natürlich jetzt ideal, wenn man hier nähere Aufnahmen machen will. Aber manchmal ist dann die Perspektive hier vorne nicht so gut, habt ihr ja schon gesehen. Wenn man hier vorne mehr rausgucken will, ungefähr so, wie der Fahrer das sieht, dann muss man doch ein bisschen weiter weg. Und da steht die G2 und die nimmt den Bildschirm von der Ionity-Ladesäule hier auf. Nicht so super Qualität, weil das Ding spiegelt wie blöd. Naja, geht so, 60 kW haben wir noch. Müsste man wirklich hier mal eine komplette Abschirmung machen oder kommen, wenn es dunkel ist. Also Ionity sagt mir übrigens, ich habe jetzt schon 61 kWh bekommen in 27 Minuten. Deshalb hier mal der Check im Auto. Ja, leider nur 57 kWh im Auto angekommen. Nicht ganz so toll, doch Ladeverluste hier. 4 kWh schon Ladeverlust. Aber nah dran an dem, was wir hier eigentlich als Ziel hatten, 60. Ja, bei 80% habe ich scheinbar dann die 60 kWh. Das heißt 20% Verlust. Ups. Ja genau, jetzt ist der Zeitpunkt. Wir haben 60 Kilowattstunden reingeladen. Wir sind bei 81% State of Charge. Und wir haben genau unsere Kilowattstunden bekommen, die wir verfahren konnten, bis auf 0. Sprich, wir haben tatsächlich 19% Verlust gehabt. Durch andersweitige Verbraucher oder den Vampir. Und hier haben wir auch eine Diskrepanz. 5 Kilowattstunden mehr zeigt die Säule an, die sie eigentlich geliefert hat. Auch fatal. 5 Kilowattstunden Verlust auf der Leitung hier. Ja, bezahlen muss ich die natürlich trotzdem. Vermute ich stark. Das ist nämlich der Abrechnungswert hier. Checken wir aber am Schluss dann auch nochmal. Wir sind jetzt im Moment eine halbe Stunde stehen wir hier. Halbe Stunde bis auf 80% laden. Das ist ein guter Wert. Ja, ihr seht, es ging ein bisschen höher. 403 Volt sind wir, aber nur noch 113 Ampere. Also 45 Kilowatt Ladeleistung bei 80%. 45 kW kommen leider hier nicht an, nur 42 kW. Ja, und er sagt noch 25 Minuten bis zum 100% Laden. Also merkt ihr schon, hier hinten von 80% aus dauert es fast noch mal so lang. Ja, das war ja auch die Genialität von den softwarelimitierten Akkus, die ja an der oberen Grenze limitiert waren. Also der Jerome hat ja zum Beispiel so einen, der eigentlich einen 60 Kilowattstunden Akku bekommt er, aber eigentlich ist das ein 75er. Ja, genau. Und dann hat er genau diesen Effekt, dass der nämlich hier bis zu, sagen wir mal, 70-80% rum, 75% rum mit einer sehr hohen Ladeleistung laden kann und dahinter den Akkuteil eigentlich gar nicht richtig benutzt und so eigentlich eher keinen Einbruch hat in der Ladeleistung nachher. Also deshalb die softwarelimitierten Akkus bei Tesla sind eigentlich eine super Idee. Oder andersrum gedacht, warum laden wir das Auto eigentlich immer voll? Es reicht ja hier auch auf 80% laden und dann komme ich in einer halben Stunde, bin ich immer weg. Jetzt gucken wir mal hier, ich bin jetzt bei 84% schon, was das denn für Kilometer bedeutet. Größter Vorteil von dem Remote S ist nämlich, dass er die anderen Zahlen alle auch anzeigt. Da unten seht ihr das unten rechts. Rated und wie nennen die das hier? Typical. Ja, 414 Kilometer. Ziemlich bin ich nämlich jetzt hier und bei 85%, hat gerade geswitcht. Estimated sind die 411, also das, was das Auto anzeigen würde. Nein, es ist das nach letzter Fahrweise. Was erzähle ich denn? Nach letzter Fahrweise 412. Und das, was das Auto anzeigt, ist 414. Ja, 414 beide, weil Model 3 kann nämlich zwischen Rated und Typical nicht umschalten. Das können nur S und X. Ja, das ist auch eigentlich sinnvoller. Fester Umrechnungsfaktor ist das übrigens mit 15,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, deshalb, was auch super ist, wenn man natürlich für einen Urlaub einfach nochmal einen Akkuriegel reinschieben könnte. Das wäre eine super Idee. Oder sich für den Urlaub, für 2 Wochen, für 1 Monat die höhere Kapazität einfach freischalten lassen könnte. Das wäre auch super, solche Ideen. Also da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, das auch auszunutzen. Aber am besten fände ich so eine Softwarelimitierung, wenn der Akku schon drin wäre und ich dann genau die hohe Ladeleistung eigentlich habe. Also ich empfehle auf jeden Fall Long Range
weil ich dann genau diese Möglichkeiten habe und bin jetzt im Grunde, muss man überlegen, 6 Tage lang gefahren mit dem Auto, wobei ich auch am Wochenende eine Strecke gefahren bin, was ich normal nicht so tue. Also ich würde auf jeden Fall die Arbeitswoche mit dem Auto hinkommen, das sind die 360 Kilometer. Ich fahre ja 60 Kilometer am Tag, das muss eigentlich gehen, das geht. Man fragt sich nur, wann man immer aufladen muss, weil Freitagabend ist eigentlich ein ungünstiger Zeitpunkt. Vielleicht sollte ich immer von Mittwoch zu Mittwoch fahren. Ja? Und am Wochenende fahre ich jetzt eher weniger. Wenn man da mehr fährt, dann reicht es natürlich nicht mehr. Normalerweise ist es aber so, dass man das Auto im Grunde nicht leer fahren kann mit dem großen Akku. Mich irritiert dann aber doch tatsächlich hier den Verlust, den wir jetzt da drauf haben. Na, hier kommen wir jetzt an die Grenzspannung, 404 Volt, nur noch 100 Ampere. Ups, irgendeine Art Systemreset gerade, läuft nochmal hoch. Keine Ahnung, was er da macht. Säule draußen ist eigentlich noch in Ordnung, er kommt auch wieder zurück. Ah, kurzer Aussetzer hier. Bisher lief die Säule ja ganz gut hier. Das ist die zweitletzte, die nehme ich immer. Wir sind bei 90%, 66 kWh geladen, unterirdische Ladeleistung von 28 kW noch, aber noch 20 Minuten, das überleben wir. Check an der Säule. 41 Minuten hat das gedauert und hier haben wir eine 70 kWh bekommen. Okay, die 403 Volt bleiben hier. Ich denke, bei 404 werden wir noch am Schluss kriegen, oder? Ja, auch hier Ladeverluste auf jeden Fall. Aber wir haben hier beide Werte nachher. Interessant ist eher das, was im Auto angekommen ist. Also, Geheimtipp, Säule Nummer 2 nehmen, die funktioniert wenigstens. Ich glaube, die Klimaanlage läuft noch, oder die Lüftung, aber sehr, sehr dezent hier jetzt. 90% bedeuten 445 Kilometer Reichweite. Fehlt uns der Lärm? Fehlt uns der Sound? Nein. Er hätte auch keine Chance gegen das Model 3 an der Ampel. 94% State of Charge und wir haben 70 kWh reingeladen. 1% war ja so ein bisschen Toleranz. Okay, aber das mal so eine Größe. Bei 95%, sagen wir mal, hat da irgendwie 70 Kilowattstunden drin. Bin aber mal gespannt. Die 6%, die kriegen wir noch in 15 Minuten. Es ist jetzt echt langsam. Es ist jetzt also wirklich auf dem Niveau von einem Schuko-Stecker. Ja, seht ihr, 95%, 70 kWh. Hier nochmal das richtige Bild. 95%, das bedeutet 465 Kilometer Reichweite. Bei meiner Fahrweise 462, also marginal anders. Ah. So, und jetzt kommt hier noch so eine seltsame Diskrepanz immer in der Zeitberechnung. Wir stehen jetzt hier nämlich fast eine Stunde und sind nicht voll, sondern bei 96%. Und 8 kW Ladeleistung ist natürlich unterirdisch mit 20 Ampere. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir so nah an unserer Schoko-Steckdose. Eigentlich noch ein bisschen mehr, das ist noch ganz gut. Hier oben haben wir nämlich die 403 Volt anliegen. 404 kriege ich nicht, also 403 ist wohl das, was hier Tesla Model 3 der Akku dann grenzspannungsmäßig hier nahe 100% liefert. Und da traut sich Tesla leider nicht mehr als 20 Ampere reinzuschießen. Audi meint ja da, es geht bis 90% oder sie machen den Akku kaputt, das wissen wir nicht. Tesla ist da, glaube ich, etwas vorsichtiger. Der Ladevorgang selber ist eigentlich verhältnismäßig lautlos. Was immer Lautstärke hier macht, sind die vorbeifahrenden Autos. Eigentlich auch nicht die Abrollgeräusche, tatsächlich die Verbrennergeräusche. Muss ich jetzt nochmal ganz deutlich hier sagen, wo ich hier so rumstehe und warte. Laut Ionity haben wir hier auch einen 77 kWh Akku. Hahaha. Ja, da ist wohl was auf der Strecke geblieben. Aber Leute, 72 kWh haben wir schon geladen und wir sind bei 97%. Sieht also gar nicht so schlecht aus. Wir haben tatsächlich wohl einen 74 kWh Akku. Ich war nicht ganz auf Null runtergefahren. Kann also sein, dass wir dabei 73, wir werden schon noch was reinladen, 73 hängen bleiben. Bin mal gespannt. Aber zur Erinnerung, ich habe nur 60 kWh rausbekommen. Ja, also wir haben 10 Kilowattstunden hier definitiv verloren, eher ein bisschen mehr. Am Schluss dauert immer alles 15 Minuten, ist ja langweilig. Jetzt dauert es hier schon seit 10% 15 Minuten. Ja, da kann man nur hoffen, dass die Kamera überhaupt noch aufzeichnet, aber ich glaube, sie lebt noch. Okay, Zeitraffer eine Sekunde, synchronisiert mit der Innenkamera. Muss ich nachher noch zusammenschneiden, dass ihr da auch irgendwie eine Kurve kriegt oder vielleicht male ich auch noch eine Kurve.
Ja, also der Ladeverlust hier irritiert mich schon. Ja, und ich stehe jetzt wahrscheinlich doch 1,5 Stunden hier, um das Ding auf 100% zu kriegen und vielleicht noch auch ein bisschen Ladeende vom Auto abzuwarten, wenn er noch ein bisschen kalibrieren will oder irgend sowas. Also wenn man hier drin im Auto auf das Ladeende warten muss, ist das natürlich eine doofe Geschichte. Ansonsten wäre ich natürlich jetzt hier weggegangen, hätte vorne ein paar Pommes gegessen. Ne? Gut, das ist hier eine teure Autobahnraststätte. Nicht so günstig wie jetzt, wenn man so ein bisschen neben der Autobahn ist. Das ist auch der Nachteil von den Ionities. Die sind ja am Tank und Rast und immer nur auf einer Seite von der Autobahn. Aber ansonsten hat man jetzt hier eigentlich gut Zeit, mal kurz mit Auto zu machen. Also 30 Minuten würde ich sagen, kann man gut reinplanen. Da kriegt man gut was dazu, wenn man so bei 10% State of Charge ankommt und dann irgendwie mit 60-70% wieder wegfährt, hat man auf jeden Fall eine halbe Stunde Mittagspause am Ionity. Am Supercharger vielleicht ein bisschen länger im Moment. Wird aber auch kommen, wenn die Updates da sind. Interessant auch, dass jetzt hier eine ganze Menge Leute mit mir hier sozusagen Pause gemacht haben, die Stunde lang. Und ihre Verbrenner standen natürlich da in der heißen Sonne und haben nichts getan. Mein Auto hat ja immerhin was zu tun. Nämlich genau der Vorteil vom Aufladen. Das Auto hat was zu tun, es ist sinnvoll. Man selber kann Pause machen meinetwegen. Ne? Also Verbrennerfahrer machen durchaus auch eine Stunde Pause. Hat mich jetzt auch irritiert, die haben auch nichts gegessen, die lagen bloß im Schatten. Immerhin haben sie nicht die Ladesäule zugeparkt. Vorbildlich. Also hier mal ein Kompliment an Ionity. Heute funktioniert das ja wunderbar. Aber eine Sache, die will ich doch schon noch mal anmerken, falls hier jemand Offizielles zuschaut. Ich finde das nicht gut, dass hier jeder, der vorbeikommt, Stopp drücken könnte und der Ladevorgang beendet sich. Vor allem, wenn ich hier wie jetzt gerade wieder pauschal unterwegs bin. Also eigentlich muss man ja hier wirklich daneben stehen bleiben und ständig aufpassen, dass nicht einer da dran rumklickt. Also wenn ein Auto angesteckt ist, habe ich gemerkt, klicken die Leute nicht drauf rum. Aber an so freien Ladesäulen klicken die schon mal rum und versuchen irgendwelche Infos rauszukriegen. Wobei man hier gar keine Infos rauskriegt, glaube ich. Weiß nicht. Kommt hier eigentlich irgendwas? Man kann bloß die Sprache umstellen. Deutsch, ja. Sonst kann man eigentlich nichts machen. Mehr Informationen kommt hier nicht. Pauschale. Ansonsten tut der komische Bildschirm leider nichts. Und wenn man auf Start drückt, muss man sich ja authentifizieren. Ja, schade. Eigentlich mit dem riesen Bildschirm könntet ihr hier noch auch noch eine coole Slideshow machen oder sowas. Ja, Werbung oder so. Oder ein Internetbrowser oder irgend sowas. Nee, das ist jetzt schon das nett. Aber die Stopptaste, die müsst ihr ändern. Ja, wie soll es dann gehen? Ja, ist ja klar. Man muss nochmal das, was man zum Authentifizieren benutzt hat, nochmal hinhalten. Die Karte, die RFID-Karte, wenn er aber eine benutzt hat. Und erst dann kann man stoppen. Wenn ich es über die App gestartet habe, ja, dann sollte ich es auch nur über die App stoppen können. Oder im Auto, aber nicht so einfach hier per Knopfdruck an der Säule. Also okay, ein Notaus oder sowas, so ein Notreset, das kann ich noch verstehen. Aber der muss auch deutlich gekennzeichnet sein, dass der nicht fürs normale Abschalten ist. Aber ansonsten hier, dass hier jeder drücken kann, das finde ich nicht gut. Also solche Ladestationen, vor allem wenn sie eigentlich teuer sind, das ist schlecht. Also es ist auch, wenn man jetzt keine Nachricht nämlich bekommt vom Auto, dass das abgebrochen ist, kommt man womöglich nach einer halben Stunde wieder und hat überhaupt nicht geladen. Aber ansonsten, Grübingen, Säule Nummer 5, funktioniert echt wunderbar. Ups, abruptes Ende hier bei Ionity. Die Säule hat irgendwie aufgehört nach 90 Minuten und 79,363 Kilowattstunden, 98%. Okay, na gut, im Auto haben wir dazu 73 Kilowattstunden bekommen. Hätte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber das war das 1% vermutlich. Irgendwie sind wir voll, obwohl er 98% anzeigt. Ja, in der Lade-App wird das ja auch sauber angezeigt. Natürlich zeigt er mir jetzt das, was die Säule geliefert hat, nämlich 79,36 Kilowattstunden. Ja, unten sieht man auch noch ein Resümee, genau. Ansonsten hier irgendwie keine Kosten. Mal gucken, ob ich das irgendwo anders sehe. Ja, der Ladevorgang hier bei meinen Ladevorgängen habe ich ihn auch nochmal. Ist aber selbe, 1,5 Stunden hat es gedauert, 79 kWh bekommen. Wäre natürlich schön, ich würde hier direkt auch sehen, was es gekostet hat. Ich gehe mal von 5 Euro aus. Wenn es irgendwas anderes gibt, dann werde ich das hier nochmal ergänzen. Aber ansonsten scheint das hier mit der App funktioniert zu haben. Also, das ist diese App hier. 1 E-Mobil. Googelt mal danach, falls euch das interessiert. Scheint irgendwie gerade Geheimtipp zu sein. Fastnet kann sie nicht, soweit ich das jetzt gesehen habe. Das ist aber das einzige Manko. Weil Ionity ist ja gerade eben. So, ich habe jetzt hier die Abrechnung bekommen von dem Ladevorgang bei Ionity. Da haben wir ja nominell an der Säule fast 80 Kilowattstunden geladen. Im Auto kam ja weniger an, 1,5 Stunden. Und das sind tatsächlich 5 Euro geworden, ja.
Wir standen 1,5 Stunden da unten, da sieht man nochmal genau die Zeiten und man kann auch, wenn man jetzt hier drauf drückt, kriegt man nochmal Details dazu und da würde normalerweise Parkzeit, dann Startpreis, also einmalig und dann noch Verbrauchspreis und da seht ihr alles auf Null. Das heißt also hier, das Ganze ist tatsächlich im Moment Geheimtipp. Es hat tatsächlich sich bewährt, das auszuprobieren. 5 Euro pauschal an Ionity mit 1 Mobil. Das Auto hat uns natürlich das jetzt hier genullt, aber wir haben es ja noch in Erinnerung, was da stand. 60 km/h haben wir verbraucht. Wir haben wieder auf denselben Stand vollgeladen, mehr oder weniger, und haben 73 Kilowattstunden reinbekommen. Sprich, mindestens 13 Kilowattstunden waren jetzt bei uns irgendwie in der Luft. Das ist kein schöner Wert. Deutlich weniger als beim letzten Mal, das sage ich auf jeden Fall. Aber nicht so, dass man damit zufrieden sein kann. Ist das jetzt wirklich Klimaanlage? Irgendwelche anderen Verbraucher, die nichts zum Fahren beigetragen haben, deshalb hier nicht gezählt wurden? Oder ist es doch mehr Vampir? Ich muss mal meinen Vampirverbrauch zusammenrechnen. Das waren aber höchstens irgendwie 20 Kilometer vielleicht. So jeden Tag habe ich 1-2 Kilometer ja Verlust. 3, okay. Aber da geht schon irgendwas drauf. Also geheime Verbraucher im Model 3. Ja Leute, ich blende euch hier jetzt nochmal zum Abschied die ganzen Daten ein, die Kurven. Und ansonsten sage ich hier vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.